Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mega Man Battle Network. Ich bin Lord Demetel und ich denke, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Okay, dann, ja, wir haben letztes Mal das Programm gefunden und nach einem längeren Umweg, haben wir das Programm gefunden und nun werde ich gleich Bescheid sagen. Du hast unser Programm gesehen? Wo ist es? Verstehe. Danke. Ich gebe dir das für deine Mühe. Mega Man bekommt Blaster E. Hey, cool. Lan, schauen wir nach, ob Mom was zu essen gemacht hat. Okay. Wieso will Mega Man eigentlich nachschauen, ob... Okay. Blaster E. Welche... nicht Blaster. Spreader ist doch was anderes. Schuss mit einem Feldradius. Tauschen wir durch eine Shotgun aus. Okay, dann. Yee! Deine Mom? Was geht da ab? Los! Rein! Der Ofen brennt. Wer hätte das gedacht? Lad, ich wollte gerade Kekse backen. Was mache ich bloß? Hä? Der Ofen wurde doch geprüft. Der Reparateur sagt, er wäre sicher und jetzt das. Seht ihr? Ich habe es gesagt. Der war nicht ganz wirklich gut. Würde ich sagen. Mega Man, lass uns einloggen. Vielleicht ist es ein Bug oder ein Virus. Ich mach das. Ja, wie ihr seht, finde ich nicht oft die richtigen Worte. Nein, lass uns mal einloggen. Einloggen, megaman.exe, senden. Mega Man? Ja, bin drin. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Wenn hier Viren sind, brauche ich sofort Battleships. Soweit, so gut. Okay. Normalerweise, also das ist eine sogenannte Boss-Stage. Das ist eine Stage, in der es entweder Rätsel oder andere Hindernisse gibt, an deren Ende ein Boss ist, den man umbringen muss. Und diese Mr. Procs, das sind diese kleinen Hasendinger hier, die geben einem dabei meist nützliche Tipps. Hilf uns, der Ofen wird von einem Virus kontrolliert. Wer wir sind? Kontrollprogramme für Hitze und Zeit. Nein, wir sind keine Viren. Sehr nützlich. Das Programm, welches die Viren streut, hat sich im Ofenkontrollsektor versteckt und überhitzt den Ofen. Du musst es löschen, um die Hitze abzuschalten. Der Ofenkontrollsektor ist irgendwo weit innen. Super. Viren siehst du nicht und plötzlich greifen sie dich an. Sei vorsichtig. Random Encounter Battles. Durch die Hitze sind manche Leitungen gestört. Vielleicht kannst du mit Eisblock noch was retten. Frag das Auftauprogramm. Wie ich sehe, kann man hier spezielle Programme finden. Shotgun Crew. Diesem Programm ist es später, also ist es in diesen Dungeons dann wesentlich einfacher voranzukommen. Okay, jetzt habe ich das erstmal übersprungen. Der Signatur nach von den World 3s und recht rabiat, genauso wie Mail vermutet hat. Also los, Mega Man. Kampfmodus starten. Gestartet. Das ist ein Witz, oder? Aggressiv, ja, rabiat, ja. Tot. Meine Güte. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Hier eine Sache ist. Hier ist die Schaltzentrale vom Ofen. Wir wurden gelöscht. Täusche ich mich oder heißt gelöscht nicht normalerweise, dass es wechselt? Wir haben hier kein Antiviren-Tool. Hoffentlich kannst du den Virus entfernen. Piep. Und ich mache es wie immer, wenn ich solche Ausfall habe. Ich gehe nach unten. Nach irgendeinem E-Chip. Nein. Mal sehen, was er kann. Noch ein Blaster. Und
Minibang. Und wieder eine Willige. 100 Sennis. Das sieht irgendwie so aus, als würde da was drauf passieren, aber anscheinend eher nicht. Schwert B. Runter. Ist doch noch ein Langschwert. Okay, was ist denn hier? Ich bin das Programm für... Ich bin das Auftragprogramm. Mit Eisblock kannst du 7 Feuer löschen. Du musst bis zum Ofenkontrollbereich kommen. Dort lösche den Mastervirus. Das stabilisiert den Ofen. Wie gewinnt man halt Eisblock-Programm? Überlege, an welchem Feuer du Eisblock benutzt. Ich kann dir immer einen neuen machen, aber es dauert so seine Zeit. Das bedeutet, die Feuer, die du gelöscht hattest, werden wieder brennen. Also, viel Glück. Oh Gott. Ich hasse sowas. Ich denke, die beiden hier tun's. Hopp. Hopp. Und scheiße, ich hätte die alle auf einmal besiegen können. Aber nein, hopp. G und D. Mit denen kann man keine Kombi machen anscheinend. Schade. Okay. Ich bin getroffen. Ah, Mega Man. Was gibt's? Mega Man. Ha, ha, ha. Wer ist dort? Belästige deinen Navi nicht, das ist in der Falle. Ich hab's gewusst. Aber da jetzt alle wissen, dass er böse ist, kann ich es ruhig sagen. Das da ist, jedenfalls in der Sendung heißt er Mr. Match. Und ist der Net-Up von... Soll ich verraten? Ich werd's tun. Torchman, der in den alten Spielen Fireman hieß. Du bist ein Reparateur. Haha, das war nur eine Lüge. Ich bin voll böse. Ich bin von den War 3. Kleinkind. Oder so. Kleinertüte passt irgendwie. Und die anderen Ofenbrände sind... Du merkst... Blitzmerker. Mein Navi arbeitet astrein, was? Pech, denn... Du brauchst einen Navi. Du kannst nicht weg. Okay, der hat irgendwie über mein PET zu mir gesprochen, oder? Kühle ihn mit etwas. Ist hier nicht... Es sieht irgendwie aus, als wäre in diesem Topf Wasser drin. Wieso kann ich ihn denn nicht damit kühlen? Okay, was kann ich machen? Mein Aquarium, oder was auch immer das ist. Nein, Blumenvase. Was? Irgendwie ist die Tür zu. Toll. Kühlschrank. Nein. Probieren wir einfach alles durch. Jo, aha. Hier drin? Hundehütte. Mein Zimmer. Bett. Fußball. Bücher. Tja, wir werfen die Bücher ins Feuer. Dass wir das Ganze hier löschen. Wasser-MG. Ist das jetzt so eine Spielzeugpistole? Das wäre nämlich extrem seltsam, wenn... Okay, kann ich nicht davon... Ja. Ich will ja so ein Ding auch haben. Gott sei Dank, die Hitze ist nicht mehr so stark. Mega Man, hörst du? Mega Man! Mega Man, antworte! Lan? Alles okay? Ja, soweit alles okay. Danke, Lan. Der Ofen überhitzt sich. Mach weiter. Mach schnell. Okay. Was ist hier? Stil A. Nein, das brauche ich nicht. Das Programm scheint nicht mehr zu funktionieren. So. Okay. Komm, einen Schritt nach hier. Und... Nochmal. Und... Sie waren tot. Okay, ich kann jetzt also Feuer löschen. Das will ich ausprobieren. Mit Dash. Und Dash. Okay, was bringe ich? 200. Ich glaube, ich habe gerade eine Schockwave bekommen und das total ignoriert. Ich weiß das. Okay. Hier.
so. Mann, wie langweilig. 200 Sennis. Ich glaube, dass es im Kontrollbereich gibt. Ach, okay. So. Welches Feuer soll ich löschen? Shotgun Q. Nein. Jo. Weiter. Einfach das hier. Und hier. Keine Ahnung wieso. Trial and Error. Okay, den ersten. So, den zweiten. Ja. Ich will keine C haben. Lil Bomb T. Probieren wir es aus und machen noch eine Cannon weg. Man braucht schon Cannons. Geil! Zweimal ist alles noch verwendbar. Gerade dachte ich mir, Dash wäre hier doch super. Hopp. Hopp. Ich hab noch 3 Minuten. Okay, Cannon D. Super. Aber. Jo, jetzt darf ich nochmal zurückgehen und das nochmal neu auffüllen lassen. Okay. Und. Hopp. Hopp. Ich bin natürlich so blöd und lass mich dabei treffen. Ich hasse solche Rätsel. Weiter. Und noch ein Shockwave. Also, ich hab CC und K. Hier ist schon dreimal Shockwave drin. Ich bin total imbar. Probieren wir es aus. Eine Mini-Bang und besser. Die behalte ich drin. Und... Shockwave. Hundertzehnig. Okay. Ja. Toll. Okay. Ich würde dann sagen... Nach diesem Kampf. Machen wir Schluss. Kann ich mich nur von diesen Kanonen treffen lassen. Dash. Okay, nach. Madguard. So, hier. Machen wir Schluss. Für eine Position. Und. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ich erneut failen werde. Ich war Lord Demetel, beziehungsweise bin ich doch immer. Aber egal. Und auf Wiedersehen.